Liebe Zuseherinnen und Zuseher, am Vorabend des Heiligen von Leichnamsfestes darf ich Sie herzlich begrüßen. Von Leichnam ist eines der katholischsten, und zwar im konfessionellen Sinne des Wortes, tatsächlich eines der katholischsten Feste, die es gibt. Es erinnert uns daran, dass der Herr am Gründonnerstag uns seinen Leib und sein Blut als Speis und Trank gegeben hat. Dafür danken wir ihm. Eucharistein, wir feiern Eucharistie. Und darüber hinaus bekennen wir den Glauben an die lebendige Gegenwart Christi im heiligsten Sakrament in der Prozession. Heute hören wir viel von Demonstrationen für etwas oder gegen etwas. Und traurigerweise enden diese Demonstrationen oft gewaltsam. Auch wir gehen morgen auf die Straße und demonstrieren. Aber es ist eine friedliche Demonstration unseres Glaubens, sogar mit der Monstranz, mit dem Zeigegerät, in dem das Allerheiligste, der Leib des Herrn, aufbewahrt wird. Warum tun wir das? Ich glaube, wir dürfen einen Zusammenhang immer sehen zwischen dem Glauben und auch der Zeit, in der wir leben. Eine Krisenzeit, geschüttelt von Pandemien, geschüttelt von Krieg, geschüttelt von einer Klimakrise, die uns jeden Tag präsentiert wird. Haben wir als Christen etwas dagegen zu setzen? Ja, wir haben unseren Glauben dagegen zu setzen. Unseren Glauben, dass der Herr bei uns ist im Sakrament der Eucharistie alle Tage, bis sich diese Weltzeit erfüllt. Und wenn wir den Herrn in der Monstranz, in einer Prozession mit uns tragen, dann machen wir ja keinen Sonntagsspaziergang, sondern wir bitten ihn um den Segen, um seinen Segen für seine gute Schöpfung, im Prinzip für das gesamte Universum. Denn unsere kleine Erde ist ja nur ein winziger Teil dieser ganzen großen Schöpfung Gottes. Besonders bitten wir um seinen Segen für die Früchte des Feldes, für unsere Weingärten, so wie wir welche haben, für unsere Gärten, ja auch um seinen Segen für unsere manuelle Arbeit, die wir leisten. Ist das nicht etwas Wunderbares? Und so bitten wir ihn auch, dass er uns hilft in dieser Klimakrise. Wir bitten ihn, dass er den Menschen Gedanken des Friedens schenkt, die sie vom Krieg ablassen, zum Ablassen vom Krieg führen. Wir bitten ihn um den eigenen Frieden im eigenen Herzen. Der Herr selbst ist es, der uns mit seiner Liebe und mit seinem Segen begleitet. Und zwar so, dass er im Sakrament der Eucharistie, das wir empfangen dürfen, immer mehr in uns eingehen will, um uns immer mehr in sich umzugestalten, wie der heilige Augustinus sagt. So wünsche ich Ihnen morgen hoffentlich ein wunderbares Wetter, wenn Sie an der Prozession teilnehmen. Nehmen Sie diese Anliegen, das Gebet um den Frieden, das Gebet, dass der Herr uns die rechten Einsichten schenkt, dass wir verantwortlich mit seiner guten Schöpfung, die er uns anvertraut hat, umgehen und dass er diese Schöpfung mit der Fülle seines Segens segnen möge. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Heiligen von Leichnamstag, der vom Herrn selber gesegnet ist. Bleiben Sie behütet.